Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 160 und müssen immer noch Kisten sammeln. Das sollte für uns ja kein Problem sein. Jetzt, wo wir wissen, dass hier keine Elite rumlaufen. Ich mal das an. Sieht ja lustig aus, ne? So abgeschnitten. Ist schon cool, ist, wenn man runterfällt. Dann ist man tot. Na, lässt du das? Dicht. Sollte man lieber Kisten droppen anstatt mit der Stoff. Wäre viel cooler. Hier fest. So schön. Ah, da ist ein Gras versteckt. Zehn. Auch. Kisten kann man sammeln, aber Kisten öffnen kann man nicht, wenn man im Kampf ist. Welche Logik? Welche Logik? Naja, gut. So ist das hier. Ne? Der Stapel weiß als 10, das ist ja doof. Zumindest 20-fach hätten wir machen können. Oder wovon ich auch immer noch, oder wo ich auch immer noch hinterher traue, ist die Stapelgröße. Das wäre wirklich cool, wenn man hier auch alles 200-fach stapeln könnte. Wie aufgeräumt das Inventar wäre. Aber nein. So ein Riesentyp versteckt sich hinterm Eimer. Mittlerweile ist auch mein Päckchen angekommen. Das Spiel Myst, was ich auch verlinkt hatte. Ist ja nicht das von PC Games, was ich eigentlich gedacht habe. Aber ich hatte es nicht mehr gefunden auf die Schnelle. Aber ich bin allerdings auch noch nicht dazu gekommen zu spielen. Aber ich habe schon mal auf jeden Fall das Unboxing gesehen. Sehr cool auf jeden Fall. Sehr cool. Da ich auch ein großer Fan von das Schwarze Auge bin und Dungeons and Dragons. Das ist natürlich praktisch, weil man braucht keinen wirklichen Erzähler oder Meister. Das ist natürlich ultra, weil man spart sich quasi ein. Beziehungsweise bei uns war immer das Problem, wir haben uns abgewechselt mit Meister sein, weil einer konnte ja dann nie spielen. Einer hatte quasi immer die Arschaufgaben.
Und das war halt doof. Und jetzt damit können alle spielen. Das ist natürlich sehr cool. Für nichts umgefallen. Für nichts. Noch vier Kisten. Ja, ach, guck mal hier. 3, 2. Und wenn wir jetzt gleich zurückgehen, runter, da liegt ja noch eine Kiste. Haben wir Kisten alle gesammelt? Jetzt 47%. Drei Quests abgeben. Ein oder so. Aber Rufquest kriegen wir kein EP für. Leider. Ich weiß, dass er jetzt da die versteckte Kiste liegt. Ich weiß noch damals. Tja, mir steht es allerdings nicht. Braucht man anscheinend damals auch das Addon für. Das damals war immer, ich weiß gar nicht, was für eine Latenz wir hatten. Aber keine 16. Ich meine, was um die 100 oder so. Das war immer recht gut. Oder 50, weil damals die Internetleitungen ja nicht so schnell waren. Als ich damals angefangen hatte, hatten wir denn da für eine Internetleitung? Ich glaube 2000er. Oder eine 1000er. Puh, schon so lange her. Also das war echt. Aber die meisten hatten das so um den Dreh. Von daher, schmutzige Geister haben wir die Aufwacht. Ja, dann gehen wir an schmutzige Geister abgeben. Ach, was mit denen erstmal? Weil, die gibt es nicht mehr viel. Da gehen wir schmutzigen Geister abgeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir runter nach Tellar. Dann gehen wir da noch das Zeugs abgeben. Auch. Dann gucken wir mal. Vielleicht sind wir dann schon 6 und nee, 67. Ja. Da kann es ja nur noch spannender werden hier. Dann kann es ja noch spannend. Oh, ich wollte gerade sagen, oh, da liegt Leder. Aber nein, nein, der lebt noch. Da liegt lebendes Leder. Schade. Was steht denn da? Aber da steht ein Geist. Ansonsten. Ist die denn? So. Ah, okay, die ist hier von. Okay. Weiter reisen. Was halt cool ist, dass es hier noch so viele Mysterien gibt in Burning Crusade.
ungeklärte Sachen. Finde ich auch immer cool, wenn sich so Mythen und Legenden quasi im Spiel erzählen. Und keiner weiß, ob sie wirklich wahr sind, weil die Entwickler sich dazu nicht äußern. Cool, egal, aber naja. Dann liest du weiter und denkst, Heilung. Brauchst du nicht. Tja, 4 bei 7, würde ich sagen, nehmen wir das. Aber das bringt am meisten Kohle. Allerdings müssen wir vorher irgendwas wegschmeißen. Oder aufessen. Dann ist wieder rappelpopple voll. Ja, yeah. So. Achso, das können wir noch nicht abgeben. Ich glaube, dafür ist das hier mit den Rumplern. Dann gehen wir da ein paar Sachen abgeben. 50% vom Level. Hier gab es leider noch keine Level-Sachen. Burning Crusade. Also das hat sich am Ende immer ziemlich lange hingezogen. Das war leider immer so. Wo wir in einer Folge damals schon mal fast ein Level geschafft haben. Schaffen wir hier ein paar Prozent. Aber daran sieht man auch, wie lange man recht gebraucht hat, ne? Um fertig zu werden. Weil sich alles so in die Länge zieht. Die sind uncool, die sind wirklich uncool. Dann warten wir am besten ein bisschen hier. Oder wir gehen hier lang. Gut. Weil die geben einem wirklich aufs Maul und dann ist tot. Weil wir die 4 Stufen über uns sind und weil die Elite sind. Dass das eben mit dem Elite nicht geklappt hat, das finde ich doof. Vielleicht wenn wir ein Level weiter sind. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Sachen herstellen. Wie viel haben wir denn? 9. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Nö, damit kommen wir arg wenig weit. So. Auch cool wäre, wenn wir schon fliegen könnten. Allerdings braucht man dafür wieder das passende Kleingeld.
Gut, die Quest lassen wir mal. Weil das auch von der Elite dabei. Und dann ist halt angegebene Spielerzahl 2 empfohlen. Und dann müssten wir auch eher doof rumhüpfen. Was ich persönlich immer sehr schwierig finde. Aber es geht nicht nur mehr so. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. The Burning Crusade. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Das hilft mir. Ich würde sagen, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge.